Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Klingt spannend. Das ist interessant. Warum kämpft sie auf den Nahe? Hallo, ich meine, das wird die Antwort, die für mich persönlich gar nicht geeignet ist, denn eigentlich liebe ich es, sneaky zu spielen und auch so ja, Spiele, in denen man einfach sehr darauf achten muss, dass man sich eben so von Deckung zu Deckung kämpft. Das ist eigentlich so mein Lieblingsspiel, deswegen eher nicht. Aber warum sie nicht mitkommt, wäre eigentlich mal ganz interessant, denn sie scheint eigentlich noch recht fit und tough dabei zu sein. Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Ja, okay, wenn du das meinst, dann würde ich gleich mal fragen, wie der Plan denn lautet und wie wir dann am besten in die Botschaft kommen sollen. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu kleiner Feier zu beschaffen. Hallo? Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Nee, ja, eigentlich schon, aber. Hast mich eh nicht mehr Fragen und Antworten, oh, Lydia. Du machst immer wieder die Stimmung hier, ne? Was habt ihr immer noch Fragen? Na ja. Ich durfte bisher noch gar nicht fragen, weil du die ganze Zeit hier durchgelabert hast, mein Gott. Ich denke mal, weitere Fragen werden wir dann in Einsamkeit besprechen und genauere Dinge. Ja gut, aber vertrauenswürdig ist wäre noch ganz interessant. Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst Danke. Die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay. Ich denke mal, dann kann man so einer Person schon wirklich vertrauen. Aber was ich jetzt einfach noch mal zu Ende dieser Folge machen wollte, ich weiß gar nicht, was habt ihr immer noch Fragen? Ende der Folge ist aber auf jeden Fall was, ja, ich denke schon. Aufstieg und Fall der Klingen. Verfasser unbekannt. Ah, Akaviria. Da hatte ich schon in der Folge 49 ein paar Probleme mit. Akaviri war wirklich ein Wort, das ich da sehr, sehr gern gehabt habe. Ich nehme es einfach mal mit. Stalldolch. Bisschen cool, bisschen anderer Kram. Aber was ich eben noch was machen wollte, ich denke mal, dann das mit dem in das Gebiet oder in die Feier der Talmor einschleusen. Klingt natürlich sehr spannend, aber darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Seelenstein, beziehungsweise in der nächsten Zeit. Ich denke, es wird etwas dauern oder so. Und zwar würde ich ganz gerne, wenn das denn möglich ist. Okay. Ach, da, nein. Ich würde nämlich ganz gerne, eigentlich wollte ich ja mit dem zweihändigen Schwert kämpfen. Deswegen würde ich ganz gerne die Axt von Weißlauf entzaubern, weil die eigentlich diesen Brandschaden dazu hat und das dann eben auf mein Schwert packen, damit ich dann nicht dazu neige, yep, und seine Wirkung kennenlernen. Sehr schön, Feuerschadenverzauberung erlernt. Sehr gut, nehme ich. Und verzaubern, Feuerschaden. Ziel für 10 Schadenspunkte. Ladung 15. Ja. So. Und jetzt, ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir unser Schwert, das zuerst einfach ein ganz normales Schwert war. Haben wir das ein bisschen aufgepumpt. Zuerst einmal haben wir es hier verfeinert. Am Schleifstein. Und jetzt, natürlich das Allerbeste, nicht die Fäuste, sondern unser alter Nordzweihänder. Glänzt da eigentlich noch rötlich dazu. Moment. Erstmal wieder Verwirrung. Ja, eigentlich.
Ich hab eigentlich gesagt, das hat bei mir dann keine wirkliche Wirkung, wenn ich das sage. Das ist Delfine. Hi. Ich denke mal, dass wir uns jetzt noch ein bisschen drum kümmern werden, eben einfach die Waffe aufzupumpen, bevor wir dann eben, ja, uns aufmachen zu dieser Feier von den Talmor. Einfach mal 8, weil davor waren es glaube ich 5. Bleiben wir mal bei 8. Ich weiß nicht genau, was das jetzt heißt, aber. Ach so, dass man das 20 Mal machen kann. Das andere hätte man dann. Ah ja, scheinbar. Dann trotzdem mal 8, denn wir haben noch einen kleinen Seelenstein, mit dem man das scheinbar oder so wie, soweit ich weiß, eben ja herstellen. Ach, und ein Seelenstein noch dazu. Und kleiner Seelenstein. Und herstellen. Gegenstand verzaubern. Jo. Okay, dann also nur noch der Seelenstein gefehlt. Das gab aber ordentlich was dazu. Zur Stufe. Kunst kommt von Könnern. Nee, kommt von Können. Ist das neue Achievement von Steam, das wir dafür erhalten haben, für unsere tolle neue Waffe. Die jetzt auch wirklich verzaubert ist. Und sehr geil aussieht. Ja. Ich bin vorsichtig mit meinem neuen Feuer. Ich glaube, viel kann man hier gerade nicht sehen, weil es einfach. Ja, okay, hier kann man es wieder sehen. Unser Schwert verfeinert und verzaubert mit der Macht des Feuers. Auf jeden Fall sehr geil, dass wir jetzt einfach Feuer noch auf unser Schwert dazu haben. Weil wir gucken, jetzt haben wir auch Schmiedekunst ein weiter geskillt, ob wir jetzt einfach noch unser Schwert einfach noch etwas weiter verbessern können. Okay, jetzt steht er gerade direkt da drauf und ja, sag ich einfach nicht zu. Verbessern. Ah, okay, das Talent zum Verbessern mag. Ah, ja, naja. Ich meine, ich sag mal, so eine Sache sollte eigentlich reichen. Wenn er schon verfeinert ist und dann noch mit Magie ausgestattet, sag ich mal, dann ist das schon ziemlich gut, wie ich persönlich finde. Deshalb was auch immer ihr benötigt, habe ich da auch gar keine weiteren Wünsche. Unser Gesicht sieht ziemlich jung aus, fällt mir gerade auf. Nein, jetzt doch nicht. Jetzt sieht es eher ziemlich. Die Lippen sehen ziemlich zusammengedrückt aus. Erstmal ein bisschen selbst analysieren. Braucht ihr eine neue Klinge? Ja, wir haben jetzt zwar unsere Prüfung als Drachenblut gerade erst abgeschlossen, sind aber irgendwie immer noch ein bisschen in unserer Selbstfindungsphase. Vielleicht werden wir diese ja in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim abschließen. Ach, ein Kult. Ja. Die liegt hier scheinbar immer noch ein bisschen am Wegrand rum. Und ich kann sie scheinbar sogar tragen, mit E gedrückt halten. Ich wollte es eigentlich nur mal aus. Ich habe es gar nicht erwartet. Aber dann ziehen wir ihre Leiche erstmal ein bisschen aus dem Fluss raus. Denn wir wollen ja nicht, dass die armen Menschen hier aus dem Flusswald dann an dem verseuchten Wasser eben durch diese Leiche, die da drin liegt, dann sterben. Wenn es so viel Realismus hier drin gäbe, wäre es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber man kann es ja auch von sich aus etwas realistischer machen. Indem man einfach mal die Leiche weg. Der Helm sieht ja richtig scheußlich aus. Das ist ja mal ein richtig scheußlicher Helm. Ja. Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Flusswald. Nun gut, ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Skyrim wieder, in der wir uns dann erstmal zu Delfine begeben werden, mit ihr dann etwas weiter besprechen werden, was genau es dann da zu tun gibt und wie wir es am besten anstellen, uns unter die Talos zu schmuggeln. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, uns einfach so in einer Feier da, ich glaube es war eine Feier, uns da einfach so mit einzuschmuggeln und dann wahrscheinlich auch so die Gespräche mitzuhören und all sowas. Wird bestimmt spannend und interessant. Dementsprechend, ich freue mich drauf. Ich hoffe mal, ihr auch. Und ja, wir schneiden jetzt auch mal eben diesen großen Baumstamm durch. Und ich sage, das war's mit dieser Folge. Wie ich eigentlich schon öfters erwähnt habe. Wieder jetzt mit Diadem. Ich hier mit meinem. Ja, es ist so. Hier, fast jemand an den Kopf wischen, merken Mädchen.
Ich in meinem Ring und ja, ich würde mal sagen, YouTube Money, ne? Und ja, wie gesagt, jetzt immer noch bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis zum nächsten Video auf dem Kanal. Und dann zu guter Letzt lege ich den Hebel um und sage, bis dahin, mein lieber Holzstamm. Genau, du, der gerade zuschaut, ja, du bist für mich einfach ein Holzstamm. Und sage, bis dahin. Und ciao. Hey, you are, I am, tschüss.